Sieh mal, das ist das Trickreich. Da wohne ich. Hallo, Jumbo. Was gibt's da oben? Außer Höhlenluft natürlich. Eine Hand mit einer Erdnuss erinnert mich an die Peanuts, die mein Boss mir als Jahresbonus spendiert hat. Mein Kumpel Flachs. Eine leere Hand erinnert mich an meine Lohntüte bei Sam Schmalz. Tut mir leid, kleines Kerlchen, aber es ist Zeit aufzuwachen und den Dünger zu schnuppern. Sieht aus wie eine Gangschaltung. Wir fahren ins Trickreich! Ich liebe es, ins Trickreich zu fahren! Sind wir schon... Hallo Jungs. Er heißt Fauch. Ich bin Clef. Willkommen bei Wag Me. Klasse Laden habt ihr hier. Ach, Wag Me ist nur die natürliche Fortsetzung des gemeinsamen Hobbys von Fauch und mir, wissen Sie. Was für ein Hobby ist das? Uns gegenseitig die Hucke voll zu hauen, bis wir lachen. Eines Tages sagten wir uns, hey, hier sind wir also und schlagen uns gegenseitig die Hucke voll. Und wofür? Und dann sagte Fauch, weißt du, Clef, alle anständigen Trickreicher würden doch ihren linken Augenzahn dafür geben, wenn sie sich gegenseitig die Hucke mit der gleichen stilvollen Raffinesse vollhauen könnten wie wir beide. Also eigentlich hat Fauch nur irgendwie dieses komische Kichern vor sich hingeglust. Aber ich verstand genau, was er meinte. Und so entstand Wag Me. Prügelwerkzeuge aus Expertenhand. Genau, wir können beruhigt unseren guten Namen für alle Wag Me-Produkte hergeben. Weil wir jedes einzelne persönlich getestet haben, wieder und wieder. Aneinander. Ihr seid offenbar gerissene Geschäftsleute. Ach, wir haben nur eine Marktlücke entdeckt und ausgenutzt. Im Trickreich dreht man sich nur einmal um und schon trifft man jemanden, der dringend einen Amboss braucht. Ich war schon länger nicht mehr hier. Irgendwas Neues? Irgendwas Neues? Hast du das gehört, Fauch? Irgendwas Neues? Sie scherzen wohl, Mister. Hier dreht man sich nur einmal um und schon haben wir wieder was Neues. Jeden Tag. Ich dachte, das war... Dreht man sich nur einmal um und schon trifft man jemanden, der dringend einen Amboss braucht. Mach ich keine schlauen Sprüche, mein Sohn. Mach lieber welche, die zu deinem IQ passen. Also, was ist neu? Unsere neuesten Prototypen sehen Sie hier in diesem Regal. Sie sind noch nicht zum Verkauf freigegeben. Aber wir führen sie Ihnen sehr gerne vor. Könnten Sie uns wohl eine von diesen Zigarren vorführen? Aber selbstverständlich. Doch seien Sie gewarnt, das hier ist keine simple Knallzigarre. Das hier ist der große Urknall unter den Tricktabakwaren. Diesen Racker zu rauchen, kann Ihrer Gesundheit wirklich ernsthaften Schaden zufügen. Und das Beste daran, er detoniert garantiert im Mund, nicht in der Hand. Hier der Beweis. Wir würden gerne mal sehen, wie der Boxhandschuh funktioniert. Sofort! Die Zufriedenheit des Kunden steht bei uns im Firmenwappen. Lass mich raten! Kaum dreht man sich mal um, trifft man schon wieder einen zufriedenen Kunden? Richtig! Jetzt hören Sie mal zu. Auf einen einfachen Knopfdruck hin, kloppt dieser Handschuh Ihrem völlig überraschten Gegenüber den Schmalz aus der Birne. Der Typ am falschen Ende dieses Wundergeräts sieht garantiert Sterne. Klappt jedes Mal. Prügeln Sie drauf los, so viel Sie wollen. Dieser Handschuh hält garantiert länger als die Köpfe Ihrer Opfer. Schlag auf Schlag auf Schlag. Sehen Sie her. Ah!
Ich bin sicher, wo die herkommen, gibt es noch viel, viel mehr davon. Stört es euch, wenn ich kurz mal eure Präsentmaschine ausprobiere? Es würde mich allerdings stören, mein Freund. Diese Maschine ist für unsere zahlende Kundschaft bestimmt. Aber ich bin doch ein zahlender Kunde. Erinnert ihr euch denn nicht mehr vor ein paar Tagen? Da habe ich doch diesen ganzen Kram gekauft. Gekauft? Nö. Aber ich sage dir was, mein Sohn. Zeig mir einfach den Wackme-Kram, den du hier gekauft hast, und ich lasse dich gerne unsere Maschine benutzen. Was hat es mit den ganzen Bildern auf sich? Sie sehen hier die Menschen, die uns in der ganzen Welt am liebsten sind. Unsere zahlenden Kunden. Jedes Gesicht an dieser Wand gehört einem rundum zufriedenen Kunden. Ist das nicht ein glücklicher Haufen? Klar. Ja, zumindest diejenigen, die noch ein Gesicht zum Lächeln haben. Sollte es gehen. Wer ist da? Ich bin es, euer Übelkeit. Ich bitte tausendfach um Verzeihung, doch ich spüre eine neue Präsenz in Niedlingen. Ich habe keine Zeit für neue Kaninchen. Ich habe zu arbeiten. Das ist kein Kaninchen. Ich habe ein solches Geschöpf noch nie zuvor gespürt. Verstehe. Ist es, gefährlich? Es scheint harmlos. Bis jetzt. Gut, aber beobachtet es weiter. Ich kann keine Störenfriede gebrauchen. Ich muss jetzt meine Maschine wieder aufladen für den nächsten Schlag. Jawohl, mein Herrscher. Entschuldigen Sie, Sir. Örtchen Sicherheitsdienst. Ich muss die Gentlemen bitten, von den sanitären Einrichtungen zurückzutreten. Ach ja? Oder was? Als professionellem Mitglied des Örtchen Sicherheitsdienstes unterliegt diese Spülung samt ihrer dazugehörigen Bauteile und Grundstücke meiner Rechtsprechung. Kurz gesagt, ich bin für Sie hier das Gesetz. In dieser Funktion bin ich ermächtigt, mit Übeltätern, Scharlatanen, Verbrechern, Attentätern, Sachbeschädigern, Widerlingen, Halsabschneidern und Spülungsschändern so umzuspringen, wie ich es für richtig halte. Das umfasst notfalls auch ein paar gnadenlos saftige Schläge an den Kopf mit einer Schaufel. Ich glaube, wir sollten lieber tun, was er sagt. Ich schwöre dir, wenn ich nicht zufällig so ein jämmerlicher Feigling wäre, würde ich ihn richtig fertig machen. Verstehe ich das richtig? Sie bewachen dieses Häuschen? Korrekt. Niemand darf hier rein, bevor die Uhr zum Ende meiner Schicht schlägt. Trickreich Strafgesetzbuch Sektion 7 unter Paragraph 12. Aber was ist bei, naja, Sie wissen schon, bei einem Notfall? Ein Notfall beim Schollenspülen? Schollenspülen? Ja, sicher. Was sonst kann man denn in einem Örtchen machen? Sir, ich muss Sie ernsthaft warnen. Ein Örtchen zu irgendeinem anderen Zweck zu betreten als zum Schollenspülen? Würde als einschlägiges, vorsätzliches Toilettieren angesehen. Eine Straftat, für die ich Ihnen Schmerz zufügen könnte und würde. Hey, was sollten wir denn sonst wohl da drinnen machen? Stimmt's, Flax? Hören Sie, wir wollen nur ein paar Schollen runterspülen. Was ist daran so schlimm? Ich denke doch, ich habe deutlich ausgedrückt, dass die Schollenspülzeit vorbei ist. Kommen Sie wieder, wenn die Uhr von Trickreich zum Ende meiner Schicht geschlagen hat. Zu diesem Zeitpunkt werde ich genau 30 Minuten damit verbringen, zu meiner Behausung zu pendeln. Wo ich mich, nachdem ich mich vom einwandfreien und sicheren Zustand des Hauses überzeugt habe, zur Abendruhe zurückziehen werde. Bis dahin aber stehe ich vor diesem Spülettablissement hier Wache,
mit der selbstlosen Hingabe, die von einem Profi des Örtchen Sicherheitsdienstes erwartet wird. Wie ist es mit Bestechung? Was könnte mich dazu verleiten, das Gesetz zu brechen und damit die unbefleckte Ehre des Toilettenwachdienstes zu besudeln? Mal? Die beruhigende Gewissheit, jemandem in Not geholfen zu haben? Bis später, Gentlemen. Netter Versuch, Kumpel. Schade. Ich dachte schon, ihr wolltet mir einen bequemen Sessel oder Stuhl anbieten. Ja doch, ja. Können wir besorgen. Nur lassen Sie uns rein. Der Versuch, einen professionellen Wächter des Örtchen Sicherheitsdienstes zu bestechen, ist ein direkter Verstoß gegen den Unterparagraphen 13 in Abschnitt 5 des Strafgesetzbuches von Trickreich. Lassen Sie davon ab und verschwinden Sie. Oder Sie bereiten Ihre Hinterteile auf die Mutter aller Prügelstrafen vor. Wir dürfen da also wirklich nicht rein? Wir versprechen auch nichts dreckig zu machen. Sie können weder reingehen und etwas dreckig machen, noch reingehen und nichts dreckig machen. Was ist mit dreckig machen und dann reingehen? Wenn die Uhr von Trickreich schlägt, ist meine Wache zu Ende. Zu diesem Zeitpunkt und keine Sekunde früher dürfen Sie und Ihr Freund zum Schorren spülen. Mann, das ist aber ein pflichtbesessener Wächter. Das kannst du wohl sagen. Nein, ich meine wirklich pflichtbesessen. Die Uhr von Trickreich ist kaputt. Die hat seit Jahren nicht mehr geschlagen. Himmel, das ist aber mal eine lange Schicht. Ich wette, er ist ganz schön fertig. Möglich. Außerdem ist er wahrscheinlich müde. Strafgesetzbuch von Trickreich, Abschnitt 5, Unterparagraph 25. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass die Uhr von Trickreich defekt, kaputt oder beschädigt ist, kann ein Wächter des Örtchen Sicherheitsdienstes auch durch den diensthabenden Abortkommandeur aus seiner Schicht entlassen werden. Der diensthabende Abortkommandeur weist sich durch seine violette Hautfarbe und grüne Brillengläser aus. Wachmann! Achtung! Ich löse Sie hiermit von der Wache ab! Weggetreten! Als professioneller Wächter des Örtchen Sicherheitsdienstes stehe ich täglich an vorderster Front dem Abschaum der Welt und dem niedrigsten Gesindel der Gesellschaft gegenüber. Also den normalen Bürgern. Es gibt keine Scharade, keinen Schwindel oder Betrug, den ich nicht schon gesehen, gehört oder gerochen hätte. Daher finde ich Ihre Abortkommandeursnummer peinlich durchschaubar. P.S. Jeder weitere Versuch, sich als Offizier des Örtchen Sicherheitsdienstes auszugeben, ob vorgesetzt oder diensthabend oder was auch immer, wird zur sofortigen Hochgeschwindigkeitseinführung meiner Faust in Ihre Augenhöhle führen. Leutnant Block, Achtung, Rückzug! Wir müssen jetzt gehen. Aber vorher wollte ich Sie noch wissen lassen, dass mit Ihnen zu reden so war, als hätte ich meinen Kopf gegen eine Betonmauer gerammt. Nur schlimmer. Vielen Dank, Bürger. Es war mir durchaus eine Freude, Ihre illegalen Absichten zu vereiteln. Reklame für einen Ratewettbewerb der Firma Wagney. Hallo, ich bin Mal und das hier ist mein Freund Flax. Gedoscher her, mein Schießgewehr. Zwei spülerige Dachlatten haben sich aus Versehen in mein weltberühmtes Sportstudio verirrt. Ihr beide sucht bestimmt den Klamottenladen weiter unten auf der anderen Straßenseite. Ihr könnt ihn gar nicht verföhnen. Draußen hängt der Schild. Kommt rein, Mädels, wir haben auch Kindergrößen. Lassen Sie mich raten. Sie sind Jim? Oh, da schau her, da bin ich aber überrascht. In Ihrem kleinen Schimpansenkopf arbeitet ja wirklich ein winziges Hirnderl. Eigentlich hat sich die Entwicklung meiner Spezies schon vor langer Zeit von der Schimpansen abgespalten. Wir benutzten Werkzeuge, haben Gemüse gezüchtet und kleinere Säugetiere domestiziert, wie etwa Hunde. Haha! Während der Schimpansenmann Gemüse züchtet, habe ich mir Muskeln anzüchtet. Ich glaube, er hat keine Ahnung, wovon ich geredet habe. Genau! Was ist das für eine große Maschine da in der Ecke? Ihr steht vor der ultimativen Bodybuilding-Maschine, dem Pumpotron.
Die macht garantiert auch aus dem schwächlichsten Loser einen kraftvollen Vertreter der Menschheit. Hey Mal, hör gut zu. Anscheinend gibt es für dich doch noch Hoffnung. Feucht geraten Sauerbraten. Die Maschinen sind nur für Clubmitglieder. Großartig, okay. Ich schätze, dann werden wir wohl einfach dem Club beitreten. Wieder feucht, du Floschenhorch. Mitglied wird man hier nur auf Einladung. Meine Einladung. Und wir sind nicht eingeladen. Gut gewusst, du Hühnerbrust. Wozu steht hier der ganze Turnkram rum? Das ist meine ganz persönliche Ausrüstung. Damit demonstriere ich meine Anmut und Geschicklichkeit. Wenn Sie mich fragen, sehen diese ganzen Stangen und Dingstars irgendwie gefährlich aus. Für einen ungeschickten Schlappenaffen wie dich? Ja. Aber für mich ist die ganze Übung so leicht wie's kleine Einmaleins. Sagen Sie mal, Jim, ich habe mich gefragt, ach wohl eher nicht. Was hast du dich gefragt? Sprich dich aus, du schlappe Maus. Naja, ich habe mich nur gefragt, ob Flachs und ich vielleicht mal Ihre Übung sehen könnten. In Ordnung, Kameldung. Eine kurze Demonstration kann nicht schaden. Oh Mann, ich kann's kaum erwarten. Wow, das war großartig. Sie könnten weltberühmt werden. Ich meine, jeder Zirkusbesitzer würde für so eine Hundenummer doch liebend gerne einen Mord begehen. Tja, langsam wird es Zeit für uns. Hey, wir müssen mehrere Monate hier verbracht haben, in Hundejahren gerechnet. Keine Klugscheißersprüche, Schlappnudel. Oder ich habe keine andere Wahl, als dich in einem Fettklumpen mit Zähnen zu zerschlagen. Welche Nummer oder Farbe man hier wohl wählen muss. Bereit? Frage 1.
Welche Farbe hat Jims Fell? Frage 2. Welche Farbe haben die Fischschwänze oben am Örtchen? Frage 3. Welche Farbe findet sich außer Weiß noch in Fauchs Fell? Frage 4. Welche Farbe hat der Fisch, den man auf der rechten Schulter einer Patrouillenuniform des Örtchen-Sicherheitsdienstes findet? Frage 5. Welche Farbe hat Cliffs Halsband? Und unsere letzte Frage lautet: Welche Farbe hat der Pfeil, der im Trickreich den Weg zu Jims Gym weist? Herzlichen Glückwunsch! Sie haben gewonnen! Ihren super tollen Preis, gestiftet von der Firma Wack Me, erhalten Sie genau jetzt!